Herzlich willkommen zurück aus der Minipause. Wir starten in den dritten Slot in der ersten Session hier auf Bühne 2. Jakob Miksch kennt viele von euch, gestern erfolgreich Jeopardy Co-Champion geworden, neben Dominik am Montag. Ist ja ganz aktiv in der GDAL-Szene oder was ist GDAL-Szene, in der Kommandozeilen, JavaScript, Python, Postgres, Nerd-Szene. Deswegen auch auf der Foskis immer wieder gerne mit dabei. Er ist unter anderem auch MapTime Salzburg-Koordinator, ist in der US-Geo ganz aktiv und arbeitet beim Maximum in Mutterstadt. Jakob wird uns was erzählen zu einem Potpourri aus Kommandozeilen-Tools. Das quasi schließt direkt an GDAL-Tools mit weiteren anderen Programmen, die ihr nutzen könnt. Die Kommandozeile ist super, habt keine Angst vor Programmieren, da spart ihr euch viele Klicks und könnt sehr effizient arbeiten. Und damit will ich sagen, viel Spaß bei Jakobs Vortrag. Hallo, mein Name ist Jakob Miksch und ich erzähle Ihnen heute etwas über das Thema GIS mit der Kommandozeile. Ich bin gelernter Geoinformatiker und Anwendungsentwickler und außerdem in der OSGEO als Charter-Member aktiv. Ich arbeite bei Maximum. Wir sind ein Büro für Geoinformatik und bieten Dienstleistungen im Bereich GIS, Webmapping und GDI an, bieten maßgeschneiderte WebGIS-Lösungen an, entwickeln Softwarekonzepte und betreiben Softwareentwicklung. Und außerdem machen wir im Prinzip eigentlich alles, was mit Geodaten zu tun hat und sind auch in der Beratung und der Schulung tätig. Erstmal die Frage, warum man überhaupt mit der Kommandozeile Geodaten verarbeiten will. Ich dachte, das ist eigentlich ein bestimmtes Randthema, aber ich habe dazu einfach mal recherchiert und eine Liste zusammengestellt mit spannenden Tools und habe für meine Verhältnisse, sage ich mal, eine sehr große Resonanz erhalten, also mit sehr vielen Retweets und Likes und sehr vielen Kommentaren. Und daraufhin habe ich angefangen, eine Liste zu verfassen, die auch auf GitHub frei zur Verfügung ist. Der Link, den zeige ich später. Und habe weiter mich mit dem Thema beschäftigt. Und dann natürlich die Frage, was ist der Vorteil, wenn ich mit der Kommandozeile Geodaten bearbeite, als jetzt im Vergleich zu einem Desktop-GIS. Und zwar einmal sind Prozesse, die ich mit der Kommandozeile mache, viel leichter reproduzierbar als in einem Desktop-GIS. Also wenn ich jetzt einen bestimmten Prozess habe und das irgendwie mir anklicke im Menü, dann muss ich mir quasi aufschreiben, wie ich das jetzt gemacht habe. Und das kann ich mit der Kommandozeile viel leichter eben nochmal nachmachen. Also gerade wenn ich jetzt sehr häufig einen bestimmten Prozess mache, kann ich den eben automatisieren mit der Kommandozeile. Dann Kommandozeile ist sehr viel leichtgewichtiger zum Installieren als jetzt ein gesamtes Desktop-Programm. Und außerdem sind Kommandozeilen-Tools relativ zeitlos. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kommandozeilen-Tool vor 5 Jahren oder 10 Jahren geschrieben habe, dann geht es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit jetzt auch noch. Wenn ich ein Desktop-GIS vor 10 Jahren bediene, ist das wahrscheinlich komplett anders. Und von dem her ist es sind Kommandozeilen-Tools eben sehr praktisch, um quasi Prozesse, die langfristig laufen sollen, eben zu manifestieren. Man kann natürlich noch einwenden, es gibt auch bei QGIS zum Beispiel, gibt es auch die Möglichkeiten mit Python, dann Sachen zu automatisieren. Da muss ich aber oft auch wieder das Programm öffnen, was dann auch wieder ein hoher Aufwand ist, aber es natürlich hat auch seinen Zweck und seine Anwendung. Insgesamt, wenn es darum geht, um mit der Kommandozeile Geodaten zu verarbeiten, dann ist gleich das erste Programm, was vielen einfällt, GDAL OGR. Darüber habe ich bei der letzten Foskis schon eine längere Demo-Session gehalten und soweit ich weiß, gibt es bei der diesjährigen Foskis auch wieder einen Vortrag darüber. Deswegen werde ich mich jetzt über die speziellen GDAL OGR Tools damit heute nicht befassen. Aber das führt mich gleich zu dem ersten Tools, die ich vorstellen möchte, und zwar Fiona und Raster.io. Das sind im Prinzip Wrapper für GDAL OGR, die in Python geschrieben sind und eine wesentlich einfachere Schnittstelle haben und auch die Ausgabe ist wesentlich einfacher zu verstehen, weil die ganzen, also GDAL OGR,
auf jeden Fall mächtiger als jetzt Fiona und Raster.io, aber ist eben halt auch ein bisschen komplizierter zu bedienen. Wir fangen wir jetzt gleich mal an mit Fiona. Das ist das Äquivalent zu OGR, also der Teil, der für die Vektordatenbearbeitung zuständig ist. Damit kann ich viele gängige Formate verarbeiten, also CSV-Dateien, Shapefile, GeoPackage, GPX und GeoJSON. Das sind zwar nicht alle Formate, die man jetzt üblicherweise hat, aber schon ein häufige, die einem so unterkommen. Wenn ich das installiert habe, das Programm, dann kann ich in der Kommandozeile FIO eingeben und das gibt mir dann alle Möglichkeiten, die das Programm eben hat. Im Wesentlichen sind es Kommandos, die eben hinter das FIO angehängt werden, also Bounce, Calc, Cut, Collect und so weiter, die jetzt hier auch beschrieben sind und jede dieser einzelnen Tools hat auch nochmal eigene Hilfeseiten. Ich gehe jetzt auf eins ein, das ich sehr nützlich finde, und zwar Info. Damit kann ich mir von einer Vektordatei eine Übersicht geben lassen. Also erstmal, was ist es für ein Format, dann welche Properties hat es, also jetzt quasi in der Desktop-GIS-Sprache werden es jetzt quasi in der Attributtabelle die Spaltennamen. Der wird mir jetzt eben angezeigt, das sind jetzt hier diese Properties und welcher Datentyp da drin ist, also String, also der Text mehr oder weniger. Dann handelt es sich hier um eine Punktgeometrie, ein Koordinatensystem und die Bounds, also die Eingrenzung habe ich. Und die bekomme ich mir eben als relativ übersichtlich als JSON, eben halt eine Datei, die eben häufig im Web oder auch darüber hinaus viel zum Austausch von Daten benutzt wird. Ich kann mir aber auch, wenn ich jetzt nur an einer spezifischen Eigenschaft von einem Layer interessiert bin, mir zum Beispiel mit diesem Flag Count ausgeben lassen, dass jetzt quasi nur 177 Features hier in diesem Layer drin sind, also jetzt in dem Fall eine Shape-Datei, dann kann ich mir die Bounds ausgeben lassen, also die Begrenzung des Koordinatensystems. Und das führt mich dann auch gleich zum nächsten Tool, das Raster.io. Da kann ich mir auch, wenn ich das installiert habe, mir das Rio, dazu heißt dieses Tool, dann eingeben und dann kriege ich eine Übersicht über die vielen Möglichkeiten, die das hat. Und da zeige ich jetzt auch zum Beispiel das Rio Info. Damit kann ich mir jetzt einem TIFF, also von einer Rasterdatei, jetzt ausgeben lassen, welche Eigenschaften das alles hat. Und hat ähnlich wie das Tool von Fiona auch dann wieder weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich Bounds mir ausgeben lassen. Da kriege ich dann von dem Raster kriege ich dann als valides GeoJSON mir dann die Geometrie, das Feature und kann das dann wiederum weiterverarbeiten und mir beispielsweise in Desktop-GIS anschauen oder auch in ein anderes Format umwandeln. Das ist ganz praktisch, dass ich da quasi mit relativ übersichtlich die Begrenzungen eben bekommen kann. Dann kann ich auch Prozessierungen machen oder ein häufigen Anwendungsfall ist, dass ich quasi für eine Rasterdatei baue ich mir sogenannte Overviews oder Übersichten oder Pyramiden, wie man es auch immer nennen will. Und das sind im Prinzip Verkleinerungen der Rasterdatei, und damit, wenn ich sie quasi in einem Viewer anschaue, in einem Desktop-GIS oder im Web, dass das Bild schneller geladen wird. Und diese Übersichten, die kann ich direkt mir bauen lassen mit diesem Befehl, also einfach minus Bild und dann automatisch. Und dann kann ich mir anzeigen lassen, welche Übersichten ich habe. Und dann wird hier gezeigt, ich habe jetzt hier für jedes Band habe ich jetzt diese Übersichten gerechnet. Das ist ein ganz praktischer Befehl, der auch mit GDAL auch geht, aber hier relativ elegant und schnell getan ist. Soweit zu den beiden Python-basierten Tools. Jetzt geht's weiter zu den JavaScript-basierten. Das ist einmal MapShaper, auf das ich jetzt genauer eingehen werde. Das ist
grob vergleichbar mit dem Fiona-Programm. Dann TURF, das ist dazu da, um Geoprozessierung zu betreiben. Also ich kann dann alle möglichen typischen Algorithmen anwenden. Zum Beispiel, ich kann einen Buffer rechnen, also einen Puffer um jetzt eine bestimmte Geometrie und auch noch viele weitere Dinge. Dann GeoJSON.io, das ist auch spannend. Damit kann ich mir GeoJSON-Dateien, die bei mir auf dem Desktop rumliegen, kann ich mir mit einem Befehl in der Kommandozeile direkt im Browser anzeigen lassen. Das ist dann natürlich dann doch wieder außerhalb von der Kommandozeile trotzdem sehr praktisch. Dann OSM to GeoJSON, damit kann ich mir OSM-Dateien in GeoJSON umwandeln und dann auch wiederum weiterverarbeiten in beliebig viele und beliebig andere Formate, also Shapefile oder GeoPackage, was auch immer ich haben will. Und diese Bibliotheken, die sind oftmals kommen ursprünglich aus dem Web-Development, also aus der Webentwicklung und waren einfach ganz normale JavaScript-Bibliotheken, die dann irgendwann mit einer Kommandozeilen-Schnittstelle versehen wurden und jetzt eben auch auf dem Desktop benutzt werden können. Und dazu schauen wir jetzt eben den Map-Shaper an. Der kann GeoJSON, CSV und Shapefile lesen unter anderem. Und hat auch wieder eine Übersicht, so eine Hilfsseite. Also ich gebe einfach Map-Shaper ein und kann mir dann Input, Output definieren und dann die ganzen verschiedenen Algorithmen, die es hier auch noch gibt. Und es hat sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und ich zeige jetzt noch was Übliches. Also ich kann es hier, ähnlich wie bei dem Fiona, kann ich mir Informationen über ein bestimmten Layer ausgeben lassen. Allerdings nicht, die kommt jetzt ja nicht im JSON-Format so raus, sondern in so einer Art Listenansicht, was aber auch für viele Fälle absolut in Ordnung ist. Ich kann Dateien relativ leicht umwandeln. Das ist angenehm. Ich kann jetzt zum Beispiel jetzt hier dieses GeoJSON, kann ich mir eine Shape-Datei umwandeln. Und ja, kann da noch einige Sachen machen. Also das ist jetzt hier nur ein Überblick, dass ich jetzt hier quasi mit dem Tool schon recht viele GIS-Operationen gleich durchführen kann. Was eben spannend ist, dass das nur JavaScript benötigt, also Node.js auf dem Desktop bzw. auf dem Server, und es ist kein GDAL OGR nötig. Das ist relativ leichtgewichtigt. Alle diese Umwandlungen, die sind rein in JavaScript implementiert und basieren nicht auf GDAL OGR, was einerseits ein Vorteil, andererseits ein Nachteil sein kann. Der Vorteil ist, dass es einfach ein bisschen leichtgewichtiger ist und ich das GDAL eben nicht installieren muss, aber auch viele, die Power, die hinter GDAL steht, eben jetzt auch nicht direkt nutzen kann, was für viele Fälle aber absolut ausreicht. Dann kommen wir jetzt doch noch zur Desktop-GIS, und zwar kann ich sowohl mit QGIS, GRASS-GIS und SAGA-GIS kann ich auch mit der Kommandozeile ansteuern, und damit meine ich jetzt keine Python-Ansteuerung, sondern auch direkt mit der Kommandozeile. Und bei QGIS ist es das QGIS-Process Kommandozeilentool. Und damit kann ich jeden Algorithmus, der in der QGIS-Processing-Toolbar vorhanden ist, über eine Kommandozeile ausführen. Das zeige ich jetzt exemplarisch an einem Algorithmus, und zwar der Create Grid oder Gitterlinien oder wie auch immer der genannt wird, kann ich nehmen. Damit kann ich mir einen Layer erzeugen, der in dem Fall jetzt aus sechs Ecken besteht. Und dann kann ich eben einstellen, ich kann halt die horizontale, vertikale Raum die jede Zelle hat, angeben, dann den Extent und dann das Koordinatensystem, kriegt dann den Layer raus, und aussehen tut es in der Kommandozeile so. Es schaut jetzt relativ viel aus, ist aber im Prinzip das gleiche, was in QGIS im Programm selber auch drin ist. Und zwar, ich fange jetzt erstmal, muss das Programm aufrufen, QGIS Process, dann Run, dann muss ich hier meinen Algorithmus spezifizieren. Das teilt sich auf in eine Gruppe von Native, also das ist die Gruppe der Algorithmen, das sind jetzt quasi die QGIS direkt eingebauten Algorithmen, und dann der Name Create Grid. Und hier der heißt, steht es Native dran. Das könnte jetzt auch von einem anderen Algorithmus-Provider sein. Also da gibt es zum Beispiel GRASS-GIS, SAGA-GIS, GDAL-OGR kann ich jetzt auch wiederum benutzen.
oder auch von eigengeschriebenen Plugins oder eigenen geschriebenen Skripten kann ich da auch meine Algorithmen ausführen. Und was jetzt hier kommt, diese Variablen in Großbuchstaben, das sind im Prinzip die Felder, die ich auch in der GUI aus, also in der Benutzeroberfläche ausfüllen würde. Das ist jetzt der Extent, dann Typ 4 heißt der Hexagons, also Sechsecke, dann das horizontal, vertikale Abstände sind jetzt in dem Fall 50.000 Meter, also 50 Kilometer, dann Koordinatensystem und der Output, die Output-Datei, die ich haben will. Also in dem Fall nehme ich ein GeoJSON, aber kann jetzt auch jede Datei sein, die QGIS unterstützt. Und um diese Werte hier rauszubekommen, also gerade zum Beispiel dieses Typ 4, das ist jetzt nicht sehr intuitiv, um die rauszubekommen, kann man die einfach aus der GUI auslesen. Und zwar, wenn ich jetzt hier in dem Fenster bin, dann kann ich dann, wenn ich auf den Tab Log klick, dann sehe ich hier, welche Parameter ich habe und kann die dann eingeben. Und das macht eben dann Sinn, wenn ich jetzt sehr häufig immer den gleichen Prozess immer wiederkehrend ausführe. Und wie schon erwähnt, das kann ich jetzt für alle möglichen QGIS-Algorithmen benutzen und macht eben dann besonders Sinn, wenn ich was eben sehr sehr häufig mache und kann ich prinzipiell auch auf dem Browser aus, auf dem Server ausführen, ohne jetzt QGIS direkt manuell zu starten. Also ist sehr praktisch. Dann genau hier noch Zusammenfassung. Dann jetzt noch zu guter Letzt möchte ich noch auf Web-Schnittstellen zu sprechen kommen. Da die kann ich nämlich über eine Vielzahl von sogenannten Clients drauf zugreifen. Also diese Schnittstellen im Web sind jetzt in der Geo-Welt häufig Geocoding-Schnittstellen oder Routenplanung. Und diese Schnittstellen, die kann ich oft, kann ich sie direkt im Browser aufrufen. Ich kann sie mit einem Programm wie zum Beispiel QGIS aufrufen oder mit einer Programmiersprache wie Python, aber ich kann sie auch mit der Kommandozeile aufrufen und damit speziellen Programmen arbeiten. Und im Falle von Geocoding nehme ich da die Schnittstelle Photon. Das ist baut auf OpenStreetMap auf und ich zeige einfach mal am Beispiel, wie das jetzt funktioniert. Im Prinzip, diese Schnittstelle kann ich unter dieser Adresse erreichen und die setzt sich so zusammen, dass ich jetzt eben hier die Adresse habe, dann Schrägstrich API, Schrägstrich und dann Fragezeichen und hier spezifiziere ich dann, was ich haben will. Und in diesem Fall sage ich, ich möchte zum Ort Rapperswil, möchte ich jetzt die Koordinaten haben und hier könnte ich jetzt alles eintragen, was ich will, also jetzt Berlin, Heidelberg, Salzburg, Paris, jede Stadt, die man sich vorstellen kann, kann ich jetzt hier eintragen. Und wenn ich diese Adresse jetzt im Browser eingebe, dann bekomme ich sogar direkt in meinem Browserfenster ein JSON zurück oder konkret sogar ein GeoJSON mit meinen Ergebnissen. Aber ich kann sie mir auch direkt runterladen und dazu ist dann das Programm Curl ganz gut geeignet. Damit frage ich jetzt eben die Adresse ab und die Ausgabe, die wird dann mit diesem Pfeil hier in eine Datei weitergeleitet. Und dann habe ich eben eine Datei, die heißt rapperswil.geojson und die können wir jetzt hier mal angucken. Das ist ein GeoJSON und es enthält eben mehrere Punktfeatures mit Möglichkeiten, die eben diese Schnittstelle mir anbietet, wo Rapperswil liegen könnte. Also meistens ist es schon richtig gelegen, nur geht es dann immer die Frage, ob das jetzt die Stadt selber ist, ein bestimmtes Gebäude in der Stadt oder die Umgebung der Stadt. Und das kann ich dann auch wiederum, dieses GeoJSON kann ich dann auch in eine CSV-Datei umwandeln, beispielsweise wenn ich es mir lieber in der Tabelle anschauen möchte, und das kann ich zum Beispiel mit LibreOffice angucken und sehe dann hier eben diese vielen verschiedenen Vorschläge, die mir gezeigt werden. Und das gleiche Konzept kann ich prinzipiell auch mit Routenplanung machen. Da gebe ich dann an meinen Ort, wo ich starte, meinen Ort, wo ich ende und bekomme dann eben die Route zurück. Und das ist ganz praktisch, da ich das eben auch direkt von der Kommandozeile machen kann, ohne dass ich da jetzt ein Programm öffnen muss. Zu guter Letzt, das war jetzt wirklich nur ein ganz grober Überblick von Möglichkeiten, die es gibt. Und eine Sache ist noch gesagt, dass es eben bei vielen
Kommandozeilen-Tools kann man die Sachen auch mit Desktop-Programmen machen, aber das ist nicht immer der Fall. Zum Beispiel bei dem Tool Osmium, was ein extrem mächtiges Werkzeug ist, um OpenStreetMap-Daten zu bearbeiten, das hat gar keine Benutzeroberfläche. Das heißt, da bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als an die Kommandozeile ranzugehen und kann mir da ganz verschiedene Auswertungen mit OpenStreetMap-Daten machen, also auch im sehr großen Maßstab. Dann gibt es noch viele spannende weitere Sachen. Whitebox-Tools, das ist eine weitere Möglichkeit, um Geo-Algorithmen auszuführen. Geostyler ist jetzt nur für Stildateien von Geodaten. LAS-Tools ist für Laserscanning-Daten. Und OpenDroneMap für Bilder, die man von Drohnenbefliegungen bekommen hat, um die zusammenzusetzen. Und sonst habe ich eben auch noch eine Sammlung von verschiedenen Programmen zusammengestellt, die dann hier auf der Folie im Nachgang angeklickt werden können. Und es gibt noch einige andere Vorträge und Blogposts zu dem Thema. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe gern für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag, Jakob. Mir war sehr viel noch neu, muss ich zugeben. Und bei dem, was mir nicht neu war, habe ich gemerkt, oh, das geht ja viel einfacher. Von daher zumindest für mich Ziel erreicht. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir haben eine Menge tolle Fragen. Nicht überraschend geht viel um den QGIS-Process, um das Tool. Die erste Frage wäre, da gibt es eine Übersicht für QGIS-Process, welche Funktionen es da gibt? Ja, also man kann mit der Kommandozeile sich auch für also alle bestehenden Algorithmen ausgeben lassen. Ich weiß, da ist gerade den Befehl nicht auswendig, aber der ist in der Dokumentation nachzulesen. Ich habe auch eben ein GitHub-Repository gemacht, wo alle Kommandozeilen-Tools verlinkt sind und da ist eben auch ein Link zu dem QGIS-Process drin und da kann man sich das dann nochmal genauer anschauen, welche eben unterstützt werden in der lokalen Installation. Kann ich auch gleich nochmal reinposten. Klasse, danke. Zweite Frage wäre, könnte man QGIS-Prozesse per Batch hintereinander schalten, also zum Beispiel das Ergebnis von Prozess 1 als Input in den nächsten Prozess reinschieben, so ähnlich wie im Model-Builder? Soweit ich weiß, geht es jetzt nur auf Dateiebene. Also das heißt, man speichert eine Datei ab und öffnet eine Datei und verarbeitet die wieder. Das geht mit Sicherheit, ob man es direkt rein- und rauspipen kann, das habe ich jetzt noch nicht untersucht. Mhm. Wenn es nicht geht, müsste man den Entwicklern vorschlagen vielleicht, dann können sie so ein Pipe-Ding da reinbauen oder sowas. Das wäre natürlich auch total praktisch. Eine weitere Frage noch zu QGIS. Kann man in QGIS auch was über die GUI machen und dann die Aktion als so ein Kommandozeilen-Skript ausgeben lassen, also quasi wie eine Makro-Aufzeichnung, das einmal in der GUI zusammenklicken und dann zum automatisierten Durchspielen ausgeben? Soweit ich weiß, nicht. Wobei, das habe ich ja im Vortrag auf dieser einen Folie gezeigt, man kann sich bei dem QGIS Processing-Fenster, gibt es dann diesen Tab Logs und da stehen dann einfach die Parameter drin, die dieser ausgeführte Prozess eben hatte und den muss man dann mehr oder weniger manuell dann einfach noch in diesen Befehl umwandeln. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber das wäre vielleicht auch ein guter Hinweis an die Entwickler, dass man sowas einbaut, weil das wahrscheinlich gar nicht so komplex ist, so ein Kommandozeilenbefehl also gleich zu bauen, sodass man den einfach nur noch einfügen muss. Das wäre super, wirklich, ja. Muss man QGIS dazu öffnen? Nein, gar nicht. Also man muss es installieren und ich habe das jetzt einfach, also ich habe es auf Linux gemacht, aber es geht mit Windows sicher auch. Also ich habe einfach ganz normal installiertes QGIS und dann ist das QGIS auch nicht geöffnet, sondern ich öffne halt die Kommandozeile und dann gebe ich dieses QGIS Process Run ein und dann geht es schon los. Also da öffnet sich nichts und das ist auch super schnell gemacht. Also so wie ich das jetzt verstehe, ist es eben so, dass die QGIS-Oberfläche überhaupt nicht geöffnet wird, sondern einfach nur die Processing-Engine, die hinten dran hängt, wird eben angesprochen. Cool, das heißt, dass auch der, also es wäre jetzt eine Frage von mir gewesen, wie der Startup, also wie lange es quasi dauert, ob das irgendwie dann ein bisschen Verzögerung hat oder geht es wirklich direkt dann auch los mit dem Prozessieren? Also es geht eigentlich direkt los, also mir ist keine längere Verzögerung aufgefallen. Cool. Ja, muss ich wirklich mal ausprobieren. Das ist ein tolles Tool. Ja. Wir haben da noch ein paar Fragen Richtung Photon. Findest du Photon besser als Nominatum von den Ergebnissen des Geocodings her? Soweit ich weiß, basiert Photon eh auf Nominatum. Da ist ja noch eine Schicht drüber geschaltet. Was da genau passiert,
weiß ich exakt nicht. Ich finde die Schnittstelle relativ angenehm und einfach. Deswegen habe ich das gewählt. Aber ich habe da jetzt exakt keine wirklich fundierte Erfahrungswerte, was die Unterschiede sind und was jetzt da besser ist. Danke dir. Und noch eine Frage zu Photon. Funktioniert damit auch Routenplanung? Mit Photon nicht. Nein, das ist jetzt rein zum Geocoding. Für Routenplanung kann man zum Beispiel Graphhopper nehmen. Dann gibt es auch eine Foskis-Routing-Instanz, die auch komplett offen ist. Die basiert auf OSAM. Dann gibt es noch Open Route Service. Und da muss man sich eben den Syntax anschauen. Und in der URL sind dann eben die beiden Koordinaten, also von wo es losgeht und wo es hingehen soll, vermerkt. Und dann muss man die dann jeweils ersetzen. Also da gibt es mehrere Anbieter. Man kann sich natürlich auch einen kommerziellen Anbieter holen, wo man dann irgendwie eine bestimmte Quote und so haben kann. Also da gibt es recht viele Beispiele. Ja, ich kann da auch wirklich empfehlen, Graphhopper kann man super einfach lokal installieren. Das ist ein Kommandozeilen-Ding, da sagt man, welches Gebiet will ich haben, will ich Deutschland haben, dann rechnet er durch und fertig, dann hat man lokal quasi das Ganze vorliegen. Also ein super Tool dafür. Ich sehe im Chat noch eine Antwort zu der Frage, welche Processing-Algorithmen verfügbar sind. Wenn man einfach QGIS Process und List als Parameter übergibt, dann werden die wohl ausgegeben. Das heißt, damit könnt ihr dann auch losspielen. Damit nochmal ganz herzlichen Dank an Jakob für diesen tollen Vortrag. Damit wären wir mit der ersten Session heute hier Bühne 2 am letzten Tag der Foskis durch. Wir starten eine Pause und ich wünsche euch ganz viel Spaß im weiteren Verlauf des Tages. Bis später.